So, dann wollen wir doch mal. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück im Stream. Heute wieder Project Zomboid. Mit dabei Tradonia. So, du hast uns ja schon. Was ist das denn hier oben? Sind das die leeren Gläser oder was ist das? Ja, die habe ich hier hingestellt. Die können wir dann wieder voll machen, wenn wir Fisch haben. Tatsache. Du hast mir gesagt, Ich du suche. möchtest hier irgendwas gebaut haben mit Holz, ne? Ich Geht hole mal die da her. Nägel und den Vorschlaghammer. Mach das. Nägel habe ich noch genug da, aber kannst ruhig schon mal holen. Ja, ich muss den Vorschlaghammer erstmal finden, wo der liegt. Mal gucken, was der Trailer überhaupt gebaut haben möchte. Aber kann es sein, du hast einen Generator, der auf unserem Parkplatz stand, mitgenommen? Ja, den habe ich mitgenommen, weil ich unten an dem Lager was machen wollte. Okay, weil das Ich habe Licht aber hier auf dem Weg ausgegangen dahin ist. noch einen anderen Generator gefunden. Ich habe zwei im Auto stehen. So, dann kommen wir mit hoch. Ich komme sofort, gib mir einen kleinen Moment. Kantine mit So. Wasser. Moment, was? Und draußen Boden gestellt wird, okay. Ich habe die Bretter schon hingeschmissen hier. Ui, das ist Das natürlich viel. Geländer kommt weg. Das muss ein Kästchen nach vorne. Das ist kein Thema. Lass mal so stehen. Ich glaube, ich kann das sogar so abbauen. Fall da nicht runter. Fehlt mir Nee, jetzt auch noch. ich will das ungern mit dem Hammer. Nicht, dass der Hammer irgendwie was Falsches wirft. Nö, ich mach das schon. Ich mach das schon. Lass das mal den Papa machen. Der Papa, der kann das gut. Mal Glück haben, müssen wir mal gucken, dass wir diese Waffenschränke bekommen. Die Waffenkammer kommt hier oben rein, genau wo du stehst, hier in das Zimmer. Welchen Vorschlag haben wir für Tatsache? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber das Problem ist, du musst wahrscheinlich rüberspringen über das Geländer, weil du kannst sonst schlägst du was Falsches kaputt. Die Anzeige ist ein bisschen. Nee, das geht, alles Okay. gut. So, was wolltest du jetzt So, haben? jetzt fängst du hier an. Ich kann ja das nicht, weil du das besser legen kannst, weil ich habe nicht das Netz Ja. dafür. Hier erstmal sechs Felder mit Holzboden. Hier, wo ich stehe, kommt eine. Fängt der Zaun an und der Zaun geht hier den ganzen Weg hoch. Hier alles mit Holz hoch. Alles mit Holz hochziehen, ja? Ja. Ja, dann genau. Gut. Nur nicht da, wo du stehst. Nur nicht, wo du stehst jetzt. Da nicht. Also noch einen weiter Komm. raus, ja? Ja, ich. Ja, ich hatte eigentlich gedacht. Mal, du hast recht. Mach mal bis hier runter. Können wir das als kleinen Ausguck machen hier mit Zaun vor? Ja, können wir machen, das ist kein Problem. Ja, aber die andere Richtung nicht. Erstmal nicht, später Das schon. reicht doch erstmal, das kleine Ding hier. Eine Vierer-Plattform oder so. Nee, das sind drei Plattformen. Genau, hier brauchen wir keinen Zaun. Den Zaun macht man vorne am Eingang hin. Hier muss man nur erstmal Holzzaun hin. Soll ich irgendwas holen für dich? Platten oder? Aktuell nicht, warte kurz. Die Sachen fummel ich mir gleich schon zurecht, da macht er mal keinen Kopf. So, da es regnet, werde ich mir erstmal den Parker anziehen. Das wäre wahrscheinlich am besten. Nicht, dass du Wir nochmal so eine haben noch tödliche Erkältung holst. Wir haben noch einen zweiten, ne? Guck mal, der wird zwar. Angeblich ist der nur grün, aber es ist Waldcarbo. Das ist Okay. da immer noch verpackt. Genau, den Zaun komplett hochziehen. So, die vorne lässt du frei wegen Gittern, ne? Ja. Okay. Da will ich irgendwas anderes hinhauen, dass wir da durchgucken können, weißt du? Dann siehst du nicht, was unten vor der Ja, Tür doch. ist. Genau. Wisst ihr was? Wir könnten eigentlich diesen Holzzaun, den du machst, einmal komplett um die Basis ziehen. Wäre eigentlich am besten, meinst du nicht? Ja, weil wenn die Zombies reinkommen, will ich wenigstens aus dem Fenster springen und hier draußen noch rumlaufen können. Ohne dass ich dann in eine Horde reinrutsche. Gibt's auch mal Hauer, ne? So ist es nicht. Ja, schon mal die Laterne, damit du bitte Licht hast. Ich sehe genug, alles gut. Boah, so einfach so das ist aber auch Sauwetter, ne? Guck dir das mal an. Ich hab's nicht bestellt, ich hab mein Essen aufgegessen. Ich
Ich bin noch dabei. Badetuch. Erstmal abtrocknen. Klatschnass, wie wir sind. Letzte, was wir hier brauchen können, ist den Lungentod zu holen, weißt du? Guck mal hier, guck mal. Bisschen Rollenspiel, ne? Aber da hast du schon wieder. Ja, gerne. Bist du jetzt ein Armleuchter? Ja. So, da wo du jetzt stehst. Da wo du jetzt stehst. Die Rampe zum Nachbargebäude rüberziehen. Laufbrücke. Gerade durch? Ja, warte, mach ich anders. Ja. Genau diese Laufrichtung. Weil da, wo du jetzt hinguckst, wo du jetzt stehst, dazwischen kommt ja das Gewächshaus. Da würde natürlich der Weg blockieren. Ja. Deswegen wäre es schon nicht schlecht. Das ist kein Thema. Ich krieg das hin, warte. Aber das Glashaus kann man ja dann entsprechend anpassen. Das muss ja nicht komplett alles Glas sein. Und wenn oben ein Holzweg lang geht, wäre das auch okay. Machen wir schon. Unten muss ja kein Wasser rein. Das ist ja eine reine Abstellkammer, nehme ich an, ne? Meinst du, dass das Gebäude drüben? Ja. Ja, nee, nee. Da braucht man nicht. Du kannst mir noch ein bisschen Holz holen, wenn du möchtest. Okay. Das kannst du in einer Regentonne hinstellen, so viel wie du schleppen kannst. Erstmal 20, reicht erstmal. Das Schöne ist, wenn das Glashaus dazwischen passt, nach rechts kannst du in den Schuppen gehen, nach links kommst du hinten in der Küche im Lagerraum raus. Da muss ich gar nicht mehr laufen. Das ist dann alles ganz kompakt. Ist ja richtig gemütlich geworden, das gibt's doch gar nicht. Aber noch haben wir das Glasproblem nicht gelöst. Wir brauchen ja so viel. Kannst immer noch 7 Bretter schleppen, das ist ja gut. Nein, 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 warte, warte. Ich glaube, das ist ein bisschen eng für 2 Personen hier oben. Ach, du schaffst das. Nur nicht schubsen. Übrigens, noch könnte überhaupt gar keine Zäune bauen, ne? Überhaupt solange keine Zäune? Nein, gar nichts. Solange wir kein Metallbearbeitungsbuch 2 und 3 gefunden haben, wird das nichts, nicht mal Tore können wir bauen. Oh, nichts gut, diese. Das muss warten, leider. Dieses Warteschlangensystem ist richtig geil, weißt du das? Ja. Die Scheiße auch noch infiziert, warte mal. Was ist infiziert? Ach, meine Hand. Das ist nicht schön. So, natürliches Desinfektionsmittel hast du gefunden gehabt, ne? Ja, das ist im kleinen Waschbeckenschrank drin. Können wir das mittlerweile anbauen, weißt du das? Nee, das nicht. Ich muss diese Samen finden, das habe ich noch nicht so, das ist schwierig. Ich muss dann immer gucken, dass das auch samentragend ist, die Pflanze, wenn die fertig ist, bevor ich es rausreiße aus dem Boden. Also sparsam umgehen. Verstehe. Steht aber dran. Also wir müssen mal aufpassen, ne? Wenn wir zu lange draußen sind, wird es problematisch. Ja, deswegen machen wir ja gleich hol ich noch... Hier hole ich mir den Tod. Ja, willst du den Poncho nicht anziehen? Ja, wobei, den Regenponcho, gib mir den mal. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ja, den muss ich jetzt erstmal suchen. Der wird nämlich draußen irgendwo liegen. So, das Essen ist gekocht. So, ich suche mal kurz den Poncho, wo der hier draußen liegt. Ah, ich hab's gefunden. Sehr schön. Ja, ist nicht kaputt, der ist ganz. Muss aber die Kapuze dann noch sind. Du wirst zwar trotzdem ein bisschen nass, aber nicht so nass. So. Ich meine, ich habe immer noch ein Handtuch, verstehst du, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt krank werden, wenn du verstehst. Ich habe noch nicht mal ein Handtuch. Guck mal her, hier zieh den Mann. Oho. Du musst Kapuze aufsetzen, ne? Kann man machen?
Naja, musst du explizit angeben. Jetzt läuft dir das in den Nacken rein und alles. Kapuze hoch, guck dir das an. Wie geil ist das? Und natürlich immer wieder das Handtuch benutzen, wenn das Wassersymbol rumkommt, ne? Ja klar, sicher. Einer will sich hinlegen, der ist erschöpft. Das Gewächshaus möchtest du oben drauf haben? Nee, das Gewächshaus kommt genau unter dir. Ach so. Das heißt, von der Außenwand der Garage geht es zur Außenwand am Haus, da wo das Fenster ist. Ja. Und hinter dir geht genau die gleiche Wand und oben kommt nur noch das Dach drauf, damit wir Glas sparen. Okay. Sehr gut. So. Links und rechts. So, jetzt weiter, nächster Weg. Der muss natürlich hier an der Mauer lang gehen, hier hinten, ne? Ja. Ich weg die Holz hin, warte hier. Hast du noch da? Das ist gut. Ja, ich hol's die ganze Zeit. Das ist sehr gut. Das Garagenhaus braucht natürlich auch noch einmal einen Zaun drumherum, ne? Damit wir nicht runterfallen. Ja. Das kann ja was werden, sag ich dir. Ja, der Sinn ist dahinter, wenn wir nochmal so eine Welle haben, müssen die erstmal durchs Haus, bis die hier hochkommen. Genau. Deswegen ist auch die Waffenkammer hier oben, damit wir Zugriff haben. So, und wenn du dann hier oben lang gerannt bist, am Tor bist, ist ein Rope da für Notfälle, wenn du da unten gerade arbeiten bist, dass du hochklettern kannst. Ja. So. Das heißt, die Holztreppen am Tor müssen alle weg. Ganz wichtig, Tempri, am Tor brauchen wir oben ein ganz, ganz, ganz kleines Häuschen. Gerade so, dass ein Stuhl reinpasst zum Hinsatz für Notfälle, auch wegen Wetter und so. Ich würde sagen, du willst doch sicherlich das Tor vorne beleuchten, oder? Ja, natürlich, das wird alles beleuchtet da vorne. Also, dann können wir das folgendermaßen machen. Dann würde ich draußen ein Türmchen hinstellen. Da packen wir eine zweite Solarbank rein und außenrum packen wir Solarpanel. Dass die in dem Radius zum Beispiel drin sind, oben und unten. Dann kannst du da vorne Lichter hinstellen, die können 24/7 brennen. Genug Batterien haben wir ja dafür, weißt du? Und für die paar Lampen, ich sag mal, da reicht das schon. Ist ja nur für nachts. Machen wir uns hier in Utopia hin. Oh, warte mal. Jetzt ist meine Lampe ausgegangen. Ausbringen. Nee, was sagen? Das ist hier richtig am Strömen, weißt du das? Ja, ist ein schönes Wetter. Du hast nicht aufgegessen, ich weiß es. Ja, ja. Einer muss es ja gewesen sein. Aber das mit den Kisten müssen wir echt mal ausprobieren. Wie hast du das gesehen, dass man die upgraden kann? Das ist durch Zufall. Ich habe mir das durch das Herstellungsmenü durchgescrollt und da stand was drin. Ich habe es aber noch nicht getestet. Also die Kiste müsste ich im Inventar haben dafür? Nee, das... Keine Ahnung. Ich vermute mal, du wirst das Upgrade bauen und an der Kiste einen Rechtsklick machen. Okay. Ja gut. Das wäre doch mal was, ne? Das müssen wir uns erst angucken. Ein paar Kisten habe ich schon hingestellt, aber im Fahrzeug. Du musst plündern, weißt du? Ah, ich finde das geil, das Modell. Das ist richtig schön knackschwer. Schön, ne? Richtig flaschige Vanillakram. Ja, das ist sowieso jetzt eine andere Hausnummer, das Modpack hier von uns. Ah, ich will, also Vanilla will ich nicht wieder spielen. Ne? Ne. Ist wie Minecraft, ne? Mit Maschinen. So. Okay, meiner muss ich mal hinsetzen. Der kriegt jetzt hier oben schon drüber. Kein Problem. Ist wieder müde oder was? Nee, nicht müde. Der ist ausgelaugt mit das Bretterschleppen. Ich konnte noch nicht trainieren. Ich bin noch Fitness auf 3 erst. Ach, so ein schlaffes Ding bist du ja. Da war ja was. Ja, was heißt schlaffes Ding? Ich wurde angeknabbert im Wald. Der schlaffe Nacken. Die Hand verhalte aber auch gar nicht, ne?
beim Handwerk. Das kann ich auch sagen. Auf dem Hammer, mit dem Hammer auf die Hand gehauen oder so, keine Ahnung. Wenn, solange du Handwerkszeug benutzt, ist das schwierig zu verhalten. Sag mal, ist es zufälligerweise die Hand, die den Hammer hält? Ja, ja. Ja, aber es war auch tiefe Schnittwunde, ne? Hat ja ein Schrei von sich abgegeben. Im Moment, wie jetzt? Du hast eine tiefe Schnittwunde. Ich habe eine tiefe Schnittwunde, ich sage jetzt mal vom Hämmer. Frag mich nicht, wie, vielleicht war das Holz scharf. Dann musst du die nähen. Habe ich doch schon. Ist alles genäht. Sicher? Ja klar, sicher. Okay. Zaun. Irgendwie müssen wir das hinbekommen, dass wir das mit den Kalorien, das ist nervig, das ist anstrengend, das ist mit den Kalorien. Einfach weniger bewegen, bleib mal auf der Couch liegen. Dann verbrennst du auch nicht so viel. Jo, ich brauche Holz. Jede Menge Holz. Oh, ich kümmere mich schon. Feuchtes Badeanzug, mein Gott. Du willst jetzt aber nicht das ganze Gebiet einzäunen, oder? Nein, es geht nur den Weg von... Nein, es geht runter zur Garage und dann sind wir schon am Tor. Darum geht es ja nur, damit wir hier die Ausfallmöglichkeit haben. Ach, ich habe das Holz vergessen. Mach mit Ruhe, Tradde, alles gut. Passt denn da noch rein hier? Da werden wir aber nicht her drüber. Haben wir keinen Regenschirm oder sowas hier? Da kannst du aber nicht arbeiten, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man arbeiten kann. Wir haben auch keinen Regenschirm. Ne, haben wir noch nicht gefunden. Wird da nicht her drüber, ne? Ist halt schönes Wetter. Ja, du musst ja auch nicht arbeiten im Wetter. Ich bin da auch draußen, ne? Verwöhnter Schnösel, du. Ja, du schleppst, das war's aber auch schon. Jetzt los. Du sollst klöppeln. Der geht von mir aus. Schade. Das Holzhorn hier ist nicht mehr. Jetzt wird es aber richtig duster, wa? Ich bin froh, dass keine Beißer draußen sind. Bei Regen werden wir richtig aggressiv. Sag mal, Zimmerwände können wir ja umstreichen, das geht, ne? Ja. Okay. Dort stelle ich die Wände in der Waffenkammer zu. Also dieses Orange, das ist die meisten in Haus. Schlimmeres Tralle. So, haben wir jetzt soweit fertig. Das ist ja bestimmt wieder was hier auf dem Weg hingelegt. Na, hier oben noch einmal ums Haus, das Ding rumherum. Das willst du auch noch machen hier vorne? Ja, dass es zu ist. Gut. Hast du eigentlich Handwerk, Tischlerei oder sonstiges? Nee. Also, warte. Doch, nee, ich habe Stufe 3. Mit Boost habe ich. Tischlerei 2, dann könntest du mir helfen. Du kannst dann Tischlerei ein bisschen spielen. Ja, kann ich machen, aber das Problem ist doch, bei mir sieht das dann so krumm und schief aus. Nein, alles gut. Das ist nur bei diesen levelbasierten Sachen. Wände, Türen, weißt du? Ja, Fußboden auch. Ja, einen Fußboden muss ich ja nicht ziehen, den mache ich dann für dich. Aber also Zaun kann ich bauen, okay. Das wäre super. Ja, dann komme ich mal. Du hast die Nägel oben, ne? Ja. Bin schon wieder so, klatschnass, das gibt's doch nicht. Wo sind denn die Nägel hier? Sich abtrocknen, warte.
Und dann müssen wir auch bald mal wieder neue holen, ne? Oh ja. Ich glaube, bei mir im Bus habe ich noch so ein 10er-Paket, so ein ganz großes. Okay. Wenn wir das nicht schon aufgebraucht haben. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, siehst du, wenn ich das jetzt mache, ist der Zaun voller Löcher. Platzier mal ein. Am besten ja, hier, wo man ich sehe es im Auswahlmenü. Ja, das kann ja dann das sein. Das ist ja das Problem. Renn mal bei mir im Bus rein und guck mal, ob du das Ding findest. Warte, ich muss noch die Planken ausschmeißen. So. Haben wir echt so viel Holz da gehabt? Das gibt's doch gar nicht. Wir haben einen riesen Stapel noch aus dem Ding. Hat es ja wie ein Verrückter gesammelt gehabt. Ja klar. Ich muss ja irgendwie meine Tischlerei hochkriegen. Ne? Und dann bin ich ja nochmal gestorben, dann gab's nochmal Holz. Also im Bus sagst du, okay. Bevor ich hier jetzt weitermache. Abtrocknen? Komm jetzt erstmal rein, ich muss mich abtrocknen. Wenn ich hier krank werde im Spiel, ne, das ist für mich Todesurteil. Nein. Ich setz dich vors Feuer. Achso, wir brauchen ja Holz noch. Der Kamin ist leer. Hast du ausbrennen lassen? Das ist nicht gut. Egal. Oh, was hast du hier Schönes? Was denn? Eine Werkbank? Ja, die musste ich bauen für das Labor. Lagerfeuerinfo, Brennmaterial hinzufügen. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Bretter. Was soll ich Alle denn? Neuen Bretter brauche ich. Du sagst, die Nägel sind gesteckt, oder was? Ja, die Nägel sollten... Ja, da sollte ein Paket drin sein. Ich glaube, das ist hinten im Lager sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo da. Noch Weingummi hier. Box of Nails. Da haben wir's. Das sollte ein 10er-Paket sein, glaube ich. Ja, ich hab's. Das Schöne ist, die ganzen Wasserfässer werden jetzt endlich voll. So, 18 Stunden Feuer. Ich komm gleich rein, ich schmeiß doch die Nägel raus. Den ganzen Wald mal abroden, meinst du nicht? Hallo, ich hole nicht den ganzen Wald. Warum nicht? Ist ja nie fertig. Brennt Kohle am längsten, weißt du das zufällig? Das weiß ich meine nichts. Möglichkeit mal damit zu arbeiten, meinst du nicht? Übrigens, ich habe kein Handtuch und bei mir ist das Wassersymbol auf 2. Also Feuchtigkeit. Okay. Ja. Also jetzt brennt es. Jetzt brennt es. So muss das. Erstmal die Laterne ausmachen. Was natürlich hilft, ist ein ganzes Inventar anklicken und einmal auf Dings klicken. Ne? Ausfringen. Zumindest das, was nass ist. Ja, das wäre meine Maßnahme. Durchnässt. Bei mir war nur das T-Shirt nass. So, hinsetzen. Übrigens, ich habe uns Dings was eingetauscht hinter dir, ne? Habe ich schon zweimal benutzt. Batterieladegerät. Oh, das ist gut. Ein Ladegerät also ist gar nicht mal so verkehrt. Also, sobald wir beim nächsten Haus sind, werde ich mir das Wassergemälde holen. Ich kann dieses. Keine Ahnung, dieser Akademiker, dieses Verpixel, das will ich nicht mehr sehen, das kommt raus. Das sieht scheiße aus. Was auch scheiße aussieht, ist dieses Laken, was mir ständig die Figur verdeckt. Die Nachbarn schreien wieder rum. Wahrscheinlich klatscht es gleich nebenan wieder. Oder die schießen. So, ziehen wir mal den Poncho aus. Das Ding ist nämlich, isolierend. Oder warte mal, war das isolierend? Winddicht. Achso. Ja, der ist wunderbar, der Poncho-Tempel. Übrigens, den Poncho kann man upgraden. Das muss ich bei dir noch machen. Okay. Ja, ja, da kommt Poncho kannst du an sich wieder haben. Weil. Lass den mal in deinem Auto.
Nee, nee, behalt den mal, alles gut. Der bringt mir so gut wie gar nichts. Den kannst du upgraden, Henry. Aber trotzdem. Aktuell brauche ich es nicht. Er geht nämlich von Körperteil oben, unten, Kopf, Leist bis runter zu den Beinen. Natürlich nice, ne? Essen wir erstmal einen halben Salat, frisches Gemüse. Wir haben nicht aktuell viel, ne? Mit so einem Fischfilet. Ich kann gleich noch ein bisschen jagen gehen, wenn du möchtest. Ja, ich hab jetzt kein Glück gehabt beim Fischen. Und ich habe getestet, ich kriege keine Instandhaltung dafür, dass ich den Speer ins Wasser tauche. Sobald das Ding kaputt geht, auf jeden Fall. Meiner ist jetzt in der letzten Episode erst kaputt gegangen. Da bin ich bestimmt, lass mich nicht lügen, 5-6 Episoden mit rumgelaufen. Ich hab da bestimmt 200 Zombies mitgetötet mit so einem Stock. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn die Instandhaltung komplett voll ist. Was war das denn überhaupt? Instandhaltung. Boah, 8 von 10, ne? Muss man da einen Knopf drücken, damit das Ding ausfährt? Mit was ausfährt? Ich gucke mir gerade diesen Expendable Baiten an. Ach, tatsächlich, den musst du auf Key legen. Use Melee Grip Hot Key to expand the track. Dann kannst du den ausklappen. Was ausklappen? Schlagstock. Ach so, okay. Den die Polizeibeamten hier ab und zu dabei haben, aber ich will gerade gucken, wie die Paste heißt. Melee Rip Hot. No Function. Der muss funktionieren, keine Diskussion. Gute Frage. Arsenal Gunfighter, nee. Da haben wir. Nee. Plus und Ü. Okay. Oh, tatsächlich! Die Maustaste schon ist. Zeig mal, wo bist du? Scroll. Okay. Ich teste den mal kurz. Punkte kriege ich, damit ich da drauf haue auf die Tür. Kriege ich keine. Nichts kaputt, ne? Geht mir jetzt auch noch. Erstmal den Poncho wieder anziehen. Ich glaube, ich habe jetzt alle Bretter aufgesammelt. Nur 7 Stück liegen hier. So, nehmen wir jetzt alle erstmal mit. Sicher ist sicher. Warte, nee, warte mal. Rechts von deiner Figur. Guck mal hier. Nicht da auch noch was? Hier? Hier irgendwo lagen die. Hier 20 Stück. War gut, diese. Guck mal, siehst du das jetzt im Regen? Meine Figur? Ja. Oh, der fährt ja richtig auseinander. Der ist ja geil. So. Also, ich hole dann mal Holz. Ich hole schon mal Holz. Mach mal. Nackenseile liegen unten. Da können wir dann hochklettern noch. Macht das. Oder auch nicht. Okay, das waren dann, glaube ich, auf unserem Marktplatz alles Holz, was wir hatten. Mehr ist nicht. Mehr haben wir nicht, da müssen wir kloppen gehen, ne? Ja, wir müssen kloppen gehen, das war's. So, leg dich erstmal hin. Ich brauche ein bisschen Ausdauer. Deine Garage könnten wir dir aber auch erweitern, ne?
Ja, ich hätte es gern so, dass wir von vielleicht von drinnen hoch können. Ja. Wie weil, hoch können? Naja, von drinnen auf die Balustrade, weil die Garage hat ja zusätzlich noch zwei Türen. Ja. Aber ich würde das gern anders erweitern. Das zeige ich dir dann noch. Weil ich würde so gleich. Wenn du das haben möchtest, dann guck ich mal. Ja, das ist. Das will ich auf so ver. Ja, soll ich es erklären? Muss ich dir zeigen. Die Garage hat nämlich einen Seitenausgang. Eine einzelne Tür. Mhm. So, und wenn man da nach rechts geht, kommt man zur Außenwand. Und da drüber geht ja gerade das, was du gebaut hast. Da würde ich gerne eine Treppe machen, aber die ist verschachtelt. Das heißt, die ist mit Holz gesichert, dass man von draußen nicht rankommt. Man muss schon durch die Garage gehen, um auf diese Treppe Zugriff zu haben. Naja, einfach machbar nur, ist es, so ist es nicht. Es geht nur darum, dass du die Möglichkeit hast, wenn ein Rope abgerissen ist draußen durch Zombies. Du kannst aber noch, wenn du in der Nähe bist vom Gebäude, in die Garage rennen, das Tor zu machen, kannst du durch die Garage dann wieder hochgehen. Meinst du nicht, dass das einfacher ist, wenn wir da Lakenseile runterhängen lassen? Ja, die werden immer abgerissen, das ist nervig. Ja, aber die kriegst du doch wieder. Schlägst du zwei Zombies kaputt, ziehst in die Buchse aus und machst ein neues Seil. Ja, nicht? Aber das Problem ist ja, wenn der Angriff tobt. Ja, aber das gucken. Ding ist schon geil, was wir hier haben. Da kann man richtig viel mitmachen. So. 21, ich glaube, das war's jetzt hier, ne? Ne, jetzt hier unten. Nebel, immer mit. Das Gebäude müssen wir noch nicht mit einer Mauer umziehen. Es geht erstmal nur darum, jetzt, weil du hast ja gesagt, du bist letztes Jahr runtergesegelt. Ja, sicher. Vorne aber am Zaun bin ich runtergefallen. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht genau, welche Stellen du mit ich habe einen kleinen Auftrag für dich. Du hast doch sowieso hier Landwirtschaft und sonstiges, ja? Dann holst du dir jetzt mal eine Schippe und du machst die. Hier, wie erkläre ich das jetzt hier? Die Hecke unter der Treppe, die machst du mir bitte weg. Die Hecke, genau. Okay, warte. Ich schmeiß erstmal das Holz jetzt hier alles oben hin. Mach das. Panikattacke. Nix gut diese. Die Hecke. Die ganze Hecke. Das? Siehst du das beim Runtergehen? Ja, ich hab's gesehen. Moment mal, aber das gilt dann auch für die Zombies, ne? Nein. Du kannst auf der Treppe kannst du sowieso keinen Zombie erschießen. Aber wie macht man denn die. Ah! Jetzt weiß ich, warum es im Spiel auch die Heckenschere gibt. Hier gibt's eine Heckenschere. Die haben die nie eingesammelt. Ich hab mich schon gewundert, warum es die gibt. Du kannst mit einer Schaufel kannst du die Hecke rausnehmen. Die kannst du woanders pflanzen, wenn du möchtest. Hauptsache, die kommt da weg. Das geht. Bin mich nur am Abfall. Keine Hecke. Kann eine Hecke umsetzen? Ja klar. Kannst du das so auch? Sag mal her. Musst du da erstmal nachlegen. Tatsächlich. Nehmen. Ja. Niedrige Hecke. Okay. Oh, da haben wir Wahrscheinlichkeit von 60%, dass die kaputt geht. Ist egal, die kann ruhig kaputt gehen. Reicht dir das so? Hinter dem Holzstreben lasse ich sie aber. Oh, ja, da kannst du lassen, das ist kein Thema. Ja, hier oben ist auch noch Holz. Nein, nicht das Schwert nehmen. Oh Gott, das will ich ja nicht das Schwert. Warst du die Ecke kurz mit dem Schwert oder was? Ja, das soll der nicht machen, weil davon geht das Schwert kaputt, nämlich. Ja. So, ich habe dir das weggemacht. Nägel und Schäfte. Wenn wir schon mal dabei sind, der Otto, der fährt mal woanders hin, der steht im Weg. Ach, jetzt weiß ich auch, was ich gucken wollte. Die Blowtorch, die ist aktuell ein bisschen buggy. Und zwar kannst du die aktuell wieder mit Benzin nachfüllen. Das soll normalerweise nicht sein. So. Solange der Bug noch drin ist, kannst du den gerne ausnutzen, weißt du, aber den werde ich in Kürze noch fixen. Ja, nicht mit Benzin. Das habe ich nie gemocht. Das ist zu stark.
Baum fällen. Hier bin ich letztens runtergesegelt. Haben sie mich geholt. Die Penner sind von nebenan. Da war aber echt ein Zombie dabei, der wahrscheinlich ein bisschen schlauer gewesen ist als der Rest, ne? Ja. Der hat nämlich mir nichts, dir nichts, das ganze Ding mal eben aufgerüppelt. So, ich habe das unten alles weggemacht, die Sträucher und was hier alles rumlag. Sehr schön. Ich glaube, hier war auch noch Holz. Nee, hast du schon aufgesammelt. Eben unterstellen hier. Hat der Hund in der Pfanne verrückt. Ausquetschen. Kann ich die Hecke auch wieder setzen danach? Ah, ja. Hecke hat natürlich auch einen Vorteil, ne? Kann man als Behinderung nehmen für Zombies. Die haben da nicht so viel Laufgeschwindigkeit dann. Du kannst sie auch vorne hinpacken, ne? Können wir den Eingang damit zusetzen? Dann müssen die da erstmal durch, jetzt. Ganz langsam. Ja, aber kannst du dann noch mit dem Auto dann? Kannst du da durchfahren, klar, dauert halt nur ein bisschen. Ist der Trottel alles am Zerrücken? Wie wär's denn, wenn ich das links und rechts von dem Tor mache? Weil die, die dann an der Seite sind, können nicht um die Ecke sprinten. Weißt du, meine? Ja. Der Generator braucht auch neuen Brennstoff, ne? Was sagt denn unser Tankwagen? Ist da noch genug drin? Oder müssen wir nochmal runterfahren? Da hab ich noch nicht geguckt. Warte. Jetzt müssen wir auch nochmal gucken, dass wir das Ding komplett voll machen, weißt du? So, war's das jetzt mit Holz? Ja, ne? Ja, so wie es aussieht, ja. Gut, dann schnapp dir mal eine Axt. Kannst mir jetzt eben helfen. Sekunde, ich... Die ganzen Lakenseile, wo hast du die hingeschmissen? Überall liegen welche rum. Das ist nicht gut. 48 Lakenseile, damit kann man schon mal was anfangen. Jetzt erzähl mir doch mal, wo du die ganzen Sachen hingepackt hast. Hier die Äxte und sonstiges. Alle im Waffenschrank? Alle im Messerschrank. Also in der Waffenkammer, aber... Ja, da... Immer dorthin. Aber warte mal, Echse-Garage. Ich glaube, weil das eine war voll gewesen. Guck mal eben. In der Garage sind die Echse, ja. So. Aha. Ich sage, nehmen wir mal zwei Äxte mit, ne? Ja. Nehmen wir mal kloppen die. Ich muss auf alle Fälle dann noch Dings mal machen, neue Axtstiele. Ja. Ja, wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt, wa? So, kann ich das jetzt nicht drehen? Wohin? Das wollte ich jetzt nochmal. Hä? Ach ja, nur ein Speer rausholen, stimmt ja. Was klappt denn nicht? Erzähl. Warte mal, ich drück mal Escape. Ja, ich kann die Hecke nicht drehen. Die Taste R macht das gerade nicht. Linke Maustaste gedrückt halten und hin und her bewegen. Dann sollte es funktionieren. Ja, jetzt macht das. Jetzt hat das gemacht. Ich habe mich gerade gewundert, der hat es nicht. Ist gut. Nicht verzagen, Tempi fragen. So, siehst du, links und rechts mache ich welche, damit die nicht rumsprinten. Ja, das ist gut. Das ist gut. So, ich habe eine Axt für dich. Komm her. Ich habe keine Ausdauer jetzt, ne? Ist egal. Muss nur kloppen. Weißt du, ich muss die Baumstämme erstmal hier rausschmeißen. Ich habe auch noch ein paar Sachen dabei, die eben raus können. Hier,
drei Baumstämme. Ich weiß irgendwo hin, da wo sie mich stören. So, möchtest du Tischlerei gleich skillen? Dann kannst du nämlich sägen. Ja, kann ich machen. Da, wo die Werkzeugkiste steht. Welche Axt hast du genommen? Spaltaxt zum Holzteil? Ich habe eine rote, die habe ich dir rausgelegt. Die liegt draußen vor der Tür. Okay, dann komme ich raus. Alter, das ist so düster hier, ne? Ich ahne schon Schlimmes. Baumfällen. Dein Setzling, der muss weg, das muss weg. Wenn gleich was kommt, springen wir einfach schnell über den Zaun, dann passt das. Ja, genau, über den Zaun springen, mit null Ausdauer. Ich hab das Wenn es nicht hinhaut, haut es nicht hin. Ne? Ach, ich habe ja schon wieder den Spaten. Spaten kriegst du dem Baum nicht gefällt. Ja, ich merk's gerade. So. Oh, ich komme. Warte mal, müssen wir. Wir wollen jetzt erstmal das Zeug nur hacken und reinschaffen. Sägen machen wir danach, ja? Eben. So. Die ganzen Äste. Die ganzen Äste schmeißen wir im Ofen rein. Ja. Also, wie gesagt, könnt ihr nicht wundern, ne? Also. In 15 Minuten muss ich drüben sein. Ach, das ist doch kein Thema. Bis dann sind wir fertig. Ich würde sagen, der Baum fällt schon gar nicht mehr um. Es hört auf zu regnen. Unter langsamer Zeit. Ich fand das sehr nett. Haben wir keinen Hitzeschlag gekriegt, ne? Wenn wir so klatschnass sind. Ja, warte mal. 38,8 Grad Temperatur gedruckt, Tempri. Dings ausziehen. Oh, zieh aus, Dings hier. Ui, da schießt man mir aber hoch. Aber mir ganz warte. 39,4 Grad, 39,5. Mein Oberkörper kann mir kloppen. Ja, ich muss die Maske auch noch ausziehen. 39,6. Ah, komm, gehst du runter. 39,6. Steigt zumindest nicht. Axt wurde gelevelt. Axt habe ich auf 4. Hier oben fällen. Boah. Mach hier vorne weiter. Ich glaube, ich müsste gleich abbrechen, weil die Temperatur. Ja, die Temperatur, ich muss abbrechen. 39,7. Bei 40 geht es los mit Schaden. 42 kriegst du Schaden. Ja, 42. Ach nee, gerecht, ja, aber 42. Nee, warte mal. Weil ich sehe oben die Anzeige. Ich hatte 100%, das ist aber 98. 97. Doch, du kriegst jetzt schon Schaden. 96. Ich werfe immer sehr vorsichtig, ne? Mit 42. Also, ich weiß nicht, wie hoch bei dir die Temperatur ist. Ich muss erstmal nur gucken, dass ich hier trocken bleibe, sonst habe ich hier gleich ein Riesenproblem. Aber ich werfe den Rucksack drin. Ich werfe den Rucksack erstmal raus. Das ist auch etwas, was ich mir angewöhnen muss, wenn Kämpfe sind, den Rucksack fallen zu lassen.
geht die Temperatur jetzt viel schneller runter, wenn du nämlich den ausziehst, den Rucksack, Tempi. 1 Grad runter, ne? Und die große Tanne hier. Mal abtrocknen, ausbringen. Drei Kolosse machen wir hier noch. Oh, ich habe Bären gefunden. Nee, halt, oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Eine Distel! Also man findet immer wieder neue Sachen hier. Ja, klar. Okay, Handy klingelt. Ich habe noch 10 Minuten. Ich brauche ein Handtuch, das geht gar nicht, ey. Und nicht so, als wenn ich das nicht bemerkt habe. Eine Spielfigur guckt meiner auf den Hintern. Stimmt doch gar nicht. Ich wäre vor, so daneben gehauen. Oh, tut mir leid, dein Bein ist ab. Ja, das sind so Sachen, die müssen nicht unbedingt sein. Ja, yes. Wäre mein Bruder und mein Cousin noch dabei, dann wird das hier ratzfatz gehen. Ne? Überleg mal bei der alten Hütte unten oben in Louisville, wie wir da gehackt haben. Da sind wir eine halbe Stunde vielleicht dabei gewesen. Und dann konnten wir oben das ganze Apartment komplett ausbauen. Aua! Was, wie hat er das denn gemacht? An der Leiste gekratzt, blutend. Daneben gehauen? Du hast ja wahrscheinlich auf den Mast gesetzt, ich kann es dir nicht sagen. Reicht das Holz jetzt? Ja, ein Viertel haben wir. Oh, ich hab was Neues gefunden. Ah, es hat ja geregnet. Ach, ich Dämmerchen. Muss gucken, warte, Tempri. Ja. Nach dem Regen, am helllichten Tag, findest du die ganzen Heilkräuter. Ah, okay. Ja, da war ja was. Ich kurz hier einfach. Komm, dann geh du mal suchen. Geh du mal suchen. Ich mach jetzt auch mal eben das Ding hier an. Badehandtuch erstmal abtrocknen. Wir haben was Neues. Salbei und Koriander. Oh. Boah, meiner ist erschöpft, deswegen habe ich ganz schlechte Suche hier. Kleidungseffekt minus 20. Ich glaube, deiner findet ja jetzt alles, ne? Nee, das ist wirklich level. Ich war da gestorben. Ich muss das erstmal wieder hochbringen. Ja, neuer. Das Schöne ist. Ja, Sterben ist hier ähnlich, ne? Ja. Ist, hier werden gerade Äste hier angezeigt und ich sehe das nicht. Panikattacke. Was Spaß haben, das ganze Zeug zusammenzusammeln. Schon wieder was Neues. Erzähl. Was ist das? Eine frische weiße Beere. Eine weiße Beere? Ja, ich keine Ahnung. Wird angezeigt, ob die Sachen giftig sind, oder? Ja, das wird mir alles angezeigt. Ingwer? Nee, Ginseng heißt das ja.
Deswegen, ich müsste eigentlich völlig ausgeruht und entspannt hingehen, weil dann findest du mehr. Das Zeug liegt immer in so einem kleinen Cluster rum. Es kann manchmal eine sein oder mehrere. So, durch Wikipedia. Schon krass, was du hier alles finden kannst, ne? Ja, guck mal, ich habe einen Suchradius von 3 Metern, weil ich erschöpft bin. Krass. Der geht hoch auf 15 Meter. Echt jetzt? Ja, wenn ich ausgeruht bin, habe ich 10 Meter aktuell. Muss aber ausgeruht sein. Speziell darauf, dass du gut bist, ist natürlich nice, ne? Dann ploppt ja überall die Augen, dann siehst du alles im Umkreis. Kleiner Tipp, sobald du XP kriegst, ich sag mal, hast du irgendwas gefunden, was noch nicht da gelegen hat? Ja, ich. Wenn du jetzt an meinem Holz vorbeigehst, ich sag jetzt mal, da kriegst du keine XP. Wenn du aber an irgendwas Frischem, was Wilden vorbeigehst, dann ploppt die XP auf, dann siehst du das sofort. Ja, und vor allem, du kriegst teilweise XP fast schon manchmal im dreistelligen Bereich. Da machst du mit einer Pflanze ein Level. So, ich ziehe mich jetzt nochmal zurück, weil Ausdauer und Schlafen ist entschlägt gerade. Kein Problem. Du musst ja auch sowieso gleich rüber, ne? Ja, ich muss mich beeilen. Ich habe gesagt pünktlich und ich bin pünktlich. Naja, du bist schon... Ach, 35 haben wir erst, das geht ja. So, ich schlepp mich jetzt erstmal herum. Aber interessant, dass wir Koriander jetzt haben. Wobei, eine Distel, mal ganz ehrlich, hier steht dran, dass ich die essen kann. Du weißt, was eine Distel ist. Ja, natürlich. Ganz ehrlich, wer ist so bescheuert und steckt sich genau dieses Ding in den Mund rein? Kannst du vielleicht einen Tee rausmachen, ne? Ja, ich werde schon angeschämt. Mach das. Düse ab. Ich muss rüber. Ich mach jetzt auch nicht so lange. Ich render die Sachen gleich, lade die hoch und dann gehe ich pennen. Okay. Ciao, dann. Man sieht sich. Tschu-tschu. Ich schau vielleicht später nochmal rein. Ah, guck mal. Trödel ist weg. Jetzt müssen wir ja mal gucken. Jetzt haben wir natürlich eine Riesenschweinerei hinterlassen, aber das kann der Trödel gleich schleppen. Der macht ja sowieso gerne mal so ein Waldgängchen. Und er schläft hier auch gleich ein. Die paar Bäume, die kloppen wir jetzt noch hier. Der muss weg. Der. Am besten noch der hier vorne. Der ebenfalls. Keine Diskussion. Dann sind wir auch fertig hier. Vielleicht gleich die Sachen durch. Ich muss ja gleich auch nochmal weg. Eben was ausprobieren. Das Schlangensystem ist schon geil. Blitzen wir erstmal rein. Sterben wir ja gleich ein paar Tode. Das wollen wir natürlich nicht. Eine Kleinigkeit gespachtelt. Die Sachen kommen am besten direkt in der Wäschetrommel. Wir verabschieden uns dann schon mal so langsam. Ausdauer ist komplett im Keller. Meine Frage ist natürlich, warum macht er das nicht mehr? Ich kann da keine Sachen mehr automatisch reinschmeißen lassen, aus wessen Grund auch immer. Naja.
Gasmaske ist schmutzig, das Ding muss weg. Handschuhe packen wir da rein, das packen wir da rein. Die restlichen Sachen können da eigentlich auch rein. Und der Helm kann auch mit rein. Rucksack scheint noch sauber zu sein. Jetzt nehmen wir uns erstmal ein schönes heißes Bad. Jetzt aber in der Falle. Langsam mal die Heizung höher drehen. Ist ein bisschen frisch hier drin. Mich natürlich wieder nicht angezogen. Das ist wieder zu schwer, habe ich mir gedacht. Was ist denn hier so schwer? Die Lakenseile, klar. Das geht. So, leg dich hin. Sehr schön. Aus die Maus, schlafen. So, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in Kürze wieder.